Hey ho und willkommen zurück zur No Man's Sky Atlas Hardcore Challenge und wie geplant, wir suchen uns einen Strom-Hotspot, der da hinten irgendwo ist. Da. Ja. Da sollen wir ja dann auch einen Strom-Dingensbummens hinstellen. Den hier. Brauche ich noch 2 Metallplatten. Das werde ich doch wohl hinkriegen. So. Ich laufe. Ich laufe, weil Laufen schön ist. Moment. Auf meinem Radar ist noch ein Logo von irgendwo. So. Lass mich raten, ich muss hoch. Und ist es nicht einfach hier um die Ecke? Ja. Das ist genau dort. Das ist ja blöd. Das ist ja jetzt... Da kenne ich doch nichts. Würdest du hier ein Loch reinmachen? Er hat gerade so seine Schwierigkeiten hier zu realisieren. Moment. Er hat wirklich so Schwierigkeiten hier zu realisieren, dass hier Wand ist. Was soll denn das? Ist das zu niedrig? Das ist zu niedrig. Das ist Bedrock. Shit. Ich komme nicht nah genug ran. Das ist ja jetzt blöd. Wie weit reicht denn das Bedrock runter? Das geht bis hoch, oder? Na, nicht ganz. Aber fast. Und da haben wir ihn. Den guten Hotspot. So. Wieso kriege ich hier nur 83%? Das ist jetzt nicht... Nicht so viel. Machen uns mal hier ein bisschen mehr Platz. Maximale Feldstärke 83%. Okay. Moment, wenn ich hier...
Ja. Jo, wow. Okay. Okay, angenommen, ich würde den hier unten hinstellen. Aua. Dann hätte ich 79%. Damit kann ich tatsächlich leben. Ich hätte gern einmal wieder herstellen. So. Abbauen, erschaffen, glätten. Ich brauche die Wasserlinie. Okay. Ich sehe es nicht richtig. Okay. Richtig glatt werde ich das nie hinkriegen, glaube ich. Ist das jetzt eigentlich schon vorbei? Das ist schon vorbei. Okay, ich würde ja trotzdem das Ding hinstellen. Aha. Bin am Überlegen, soll ich es aus der Wand tragen lassen oder soll ich es nicht aus der Wand tragen lassen? Ich glaube, ich lasse es aus der Wand tragen. Dann. Theoretisch könnte es sogar mehr aus der Wand tragen, aber das muss nicht. So, wiederherstellen. So. Blub. Ah, drin sind noch Lücken, glaube ich. Das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Sieht aber sauber und zu aus. Und da haben wir unseren Elektromech. Sehr schön. Leistung 241 KP, das ist jetzt gar nicht so viel. Aber es ist ja auch nur ein Mech. Also daher, dann würde ich aber natürlich. Wir schließen ihn hier unten an. So. Und dann transportieren wir den guten Strom. Natürlich bis nach Hause. Da kenne ich ja gar nichts. So. Naja, doch, ich werde mehr Teiler draus machen. So. Tjum. Kabel ziehen. Elektriker-Feeling. So. Ja, läuft.
Na, ab wann sagst du mir, dass es zu weit ist? Komm, sag mir endlich, dass es zu weit ist. Damit ich dir sagen kann, dass ich das nicht gut heiße. Zu weit. Ah ne, zu nah am Raumschiff. Natürlich. Zu nah am Raumschiff. Natürlich. Zu nah am Raumschiff. Ne, ich glaube, es ist zu weit. Nicht zu nah am Raumschiff. Das heißt, ich würde hier auf diesen... Kann ich noch bis zu dem Strand? Ja, hier, die Lücke. Ja. Zu nah an Raumschiff. Irgendwo muss ich es jetzt mit dran ballern. Zu nah an Raumschiff. Ich hasse es. Zum Kotzen. Dann machen wir eben einen Bogen um das Ganze. Ist mir auch egal. Ich glaube, ich schließe es dann direkt an die Batterie an, oder? Hallo. Ich habe hier... Ey, was nicht hier rein? Danke. Ich habe hier Saft. Eine Menge Saft. Pup. So, die laufen jetzt noch schneller voll und dürften sich auch nicht mal mehr verbrauchen. Ich glaube, die 250 müssten sogar reichen. Gut. Gut, gut, gut. So, soweit dazu. Hallo mein Freund, du bist fertig, dann mach mal hier, viel Spaß. So, ich wollte jetzt zu den Gags und zugleich mein Stuff verkaufen. Endlich, nach 5 Millionen Jahren der Evolution. Ich muss mal hier nochmal reinschauen. Habe ich denn auch wirklich alles dabei, was mir Geld bringt und wo ich Geld draus machen will? Das ist mein Notfallkabelbaum. Speicher sozusagen. So. Hier war doch auch noch, genau, weil ich so viel Silber und so viel Gold gar nicht brauche. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. So, du bist fertig. Sind halt immer nur 30 Naniten, aber das läppert sich. Das sieht halt jetzt nur so wenig aus, wegen den Einstellungen, dass ich halt so niedriges Decks machen kann. So. Gut, 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 gut. Dann würde ich natürlich noch die Hälfte vom Gold einpacken und eigentlich den ganzen Stack Silber. Was aber nicht geht, da ich den Platz nicht habe. Aber ich habe zu viel Silikat. Okay. Habe ich noch irgendwas zu viel? Cadmium. Das werde ich immer mal wieder brauchen, gerade wenn was kaputt geht. Das sollte ich behalten, das sollte ich nicht verkaufen. Oder verkaufe ich das? Ich bin mir unsicher. Ah, so viel Geld bringt es auch nicht. Dann lasse ich das lieber da. Das Natrium kommt dorthin. Okay.
Der Schleim gehört da eigentlich auch nicht rein. Ich mach mal den hier. Oh, ich kann tatsächlich alles mitnehmen. So, das Silber kommt dort rein. Das war's eigentlich auch schon. Das war's schon. Den Rest würde ich tatsächlich aufheben. Ja. Gut. Hoffen wir, dass wir einen guten Gewinn aus diesem Ganzen herausschlagen können. Du brauchst noch 2 Minuten. Das dauert mir zu lang. Ganz entschieden. So, wir hatten keinen Direktzugang. Ich muss springen, ne? Ja. Okay. Jetzt habe ich natürlich sehr viel auf Tasche. Ich muss sehr schnell springen und schnell auf die Raumstation. Bevor irgendein böses Wesen der Piraterie mir ans Leder will. Habe ich überhaupt Hyperantrieb 14%? Das ist, glaube ich, ein bisschen wenig. Ich kann Antimaterie herstellen. Und ich brauche eine Hülle. Echt jetzt? Ist das dein fucking Ernst? So, unsere Reise war schön. Und endet direkt auch wieder. Wir landen wieder daheim. Ah, schön. Diese Welten, die wir erkundet und besucht haben. Diese Zivilisationen, die wir entdeckt haben. Es ist einfach wunderhübsch. Diese Erfahrungen, die wir gesammelt haben. In dieser unendlichen Reise. So. Falscher Behälter. Ich brauche vielleicht ein bisschen Ferritstaub. Weiß ich. Wir warten mal noch die 45 Sekunden, dann kann ich noch den anderen Schnodder reinschmeißen und dann düsen wir los in das Gag-System, um uns mit Reichtum und Ehre voll zu stopfen. So wie es sich gehört. Oh, da unsere liebe Penispflanze. Behaarte Penispflanze. Achso. Ja, unser Wächter scannt da so schön vor sich hin. Ich muss sagen, ich mag mein Haus recht gern. Das Einzige, was mir hier halt nicht gefällt... Oh. Was mir hier halt nicht gefällt... Ja, das kann ich nicht mitnehmen. Sind die hier jagen. Plunderparadies. So. Es hat Ploing gemacht. Ploing heißt fertig. So. Ja, da mache ich eben einen Lagerbehälter. Ist ja vollkommen egal. Hier ist wieder der Schnodder. Start. Viel Spaß damit. So. So. Ach so. Bevor wir natürlich losfliegen. Aha. Schön. Finde ich auch in Ordnung.
und ab auf Reise. Endlich. Shane, Shane, Shane. Schwuppdiwupp. Wo sollen wir denn hin? Aha. Da war ich echt noch nicht? Nee, da war ich noch nicht. Na gut. So, da sind wir. Autsch. Landung. Da habe ich nochmal 2 Silberbonus bekommen. Das wird der Knackpunkt zwischen Arm und Reich bedeuten. So. Schwuppdiwupp. Ne, wir gehen erstmal hier lang. Düp, 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 düp. Hallo, mein Freund. So, wir haben immer noch 83.000. Und immer noch, ne, jetzt sind es 166, okay. Dass es bei 83.000 geblieben ist, nehmen wir es genauso. Hier sind jetzt keine wirklichen Tische oder so. Halt. Natürlich hast du wieder was liegen. So. Tür auf. Tür auf. Na ihr? Wie geht's euch? Mit dir rede ich gleich. Gek Rio. Okay. Ich muss mal kurz hier Dinge veräußern. Ja, 7% Rabatt. Das ist ja schon. Wow. Also im Verhältnis ja zu 220.000 ist 190.000 viel Senkung. Wow. Okay. Gold. Minus 5%. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Minus 1,8%. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Minus 1,3% kann ich mit leben. Minus 2,6%. Minus 1,7%. Von meinen 2, irgendwas Millionen. Das ist frech. Na komm. So. Wo ist denn eigentlich das Silber? Da. Minus 7,5%. Nein. Gold. 5,5%. Das passt mir eigentlich überhaupt gar nicht. Nee, das lasse ich. Wenn mein Geld zu viel wert wird. Der guckt mich komisch an. Hi. Aha. Ha, habe ich verstanden? Sagt ihm nicht, dass ich nicht verstanden habe. Ich fürchte, dann pickt er mich. So, mein Freund. Kann ich dir helfen? Der Händler begrüßt mich mit einer angenehm riechenden Gaswolke, was sehr selten ist. Er öffnet einen holographischen Katalog voller Umweltschutzbegleiteinheiten für meinen Exo-Anzug. Freund, der Planetarverkäufer Gek du niedrige Unit blub. Der Händler versucht mich mit einer Art Verbeugung zu beeindrucken. In einer Ecke seines Hologramms entdecke ich eine Liste mit fortgeschrittenen Waffen. Okay, ein Exo-Anzug-Upgrade erbitten. Ein Waffen-Upgrade erbitten. Ja, Waffe wofür? Schiff? Oder Multitool? Ich würde das teurere nehmen.
Na komm hier. Der Händler betrachtet mich von Kopf bis Fuß. Schließlich nickt er erwischt zum Waffenholo-Katalog, wählt ein Modul aus und materialisiert es vor mir. Danke. Oh, Scanner-Modul. War das gerade ein Exot, der hier rankam? Nein. Es war ein Solar. Auch in Ordnung. Okay. Da. Danke. So, wir haben bekommen ein Scanner-Modul B. Und ich habe genau... Doch, ich habe noch einen Platz. Das ist ja witzig. So. Was bringt's mir? Fauna und Flora. Immerhin. Flora und Mineral. Ah, jetzt habe ich wenigstens ein paar Prozente auf die gute Fauna. Die Verkaufspreise bei dir sind jetzt nicht besser, oder? Wenn ich jetzt so spontan sage, ich hätte... Oh, Eiweißperlen. Stimmt. Hier. Die habe ich ganz vergessen. Die habe ich völlig übersehen. Silber 7,5. Nope. Gold 5,5. Nope. Die Werte bleiben gleich. Okay. Na gut. Dann eben nicht. Das stört jetzt auch nicht unbedingt. So, das da will ich haben. Danke. So, provisorischer Blick ins Hinterzimmerchen. Wo wahrscheinlich absolut nichts ist. Sehr gut. So will ich das sehen. Ja, guter Witz, guter Witz. Ja, wow. Ja, jetzt nicht anbetteln. So. War ein kurzes Privatgespräch mit den Keks. So, also. Das ist er. Kartograf Gastalria. Okay. Gas passt sehr gut in den Namen eines Gags. Sieht er auch so. Und ich sehe, was viel wichtiger ist, nämlich das Folgenende. Nein, wir sprechen nicht mehr mit Gastalria, sondern tun das erst in der nächsten Folge. Okay, dann danke ich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann und jetzt drehen wir nicht den Rücken zu. Ciao, ciao.